Hi Leute, hier ist Jake, 32. Woche 2016. Mitgebracht oder auf dem Tisch liegt der Böker-Katalog von 2016 und auf dem Titelbild erkennt ihr das Magnum-Kollektionsjahresmesser aus dem Jahre 2016. Das ist übrigens das 24. Nächstes Jahr kommt also ein Jubiläumsmesser in der Magnum-Kollektion raus. Mitgebracht habe ich euch aber dieses Messer, auch ein Magnum-Kollektionsmesser aus dem Jahre 1993. Und das ist das allererste Magnum-Jahresmesser, was überhaupt rauskam. Vor jetzt 23 Jahren, sprich das 24., inzwischen das 24., damals das erste und nächstes Jahr kommt das 25. raus. Und das schauen wir uns heute mal genauer an. Kommt in einer schwarzen Lederscheide mit dem M für Magnum und dem Kreis darum. Ist ja das Logo der Magnum-Serie. Mit einer breiten Lasche und Druckknopf. Da steht übrigens noch ein MDF. Da habe ich keine Ahnung, wofür dieses MDF steht. Es ist sehr sauber verarbeitet. Breite Gürtelschlaufe, hier oben auch schön vernäht. Darin sitzt das Messer sehr gut, das ist schön angepasst. Ja, und das ist das allererste Magnum-Jahresmesser aus dem Jahre 1993. Da hat sich Böker damals auch schon was einfallen lassen. Jedes Jahr kommen ja schöne Messer aus dieser Serie raus. Nicht jedem gefällt das jedes Jahr. Aber in der Regel sind das echte Hingucker. Und so auch dieses erste. Zunächst sage ich mal die Daten. Es ist 30,5 cm lang. Hat eine 18 cm Klinge. Die ist 3,4 cm hoch und 6,1 mm stark. Die Schneide ist 16 cm lang und das Gewicht beträgt 355 Gramm plus 130 Gramm Scheidengewicht. Ja, die Klinge ist satiniert. Hat zwei Laseraufschriften, einmal Stainless-Stil und einmal Magnum-Kollektion und die Herstellernummer, sprich 1290 von 1990. Gefertigten Messer. Auffällig ist die Hohlschliffschneide in Recurve-Form, also S-förmig. Dann der lange, leicht gebogene Rücken mit der mehr als die Hälfte versehenen falschen Rückenschneide, dieser Fingermulde als Ricasso, den schmalen Flanken. Insgesamt ein sehr schönes Design.
Ja, Griff und Guard und Knauf sind auch nicht gewöhnlich, eher etwas Besonderes. Zum einen fängt schon mal der Guard an, der steht sehr schräg zur Klinge, etwas versetzt. Der obere Fingerschutz nach vorne, der untere nach hinten versetzt. Ist aber für bestimmte Griffvarianten ganz gut geeignet. Dann kommt der Kokobolo-Griff mit Fibereinlagen, die zusammen mit dem Guard so ein imaginäres V bilden. Der Lack ist übrigens auch etwas Besonderes. Wenn man genau hinschaut, bewirkt er, dass das Holz so einen 3D-Effekt bekommt. Und dann kommt hinten der Knauf mit der Befestigung, Verschraubung vom innenliegenden Spitzerl. Qualitätsmäßig im Spitzenbereich. Da spürt man kaum die Übergänge. Auch ja nach jetzt 23 Jahren ist da wenig an Altersspuren zu erkennen. Übergänge sind ja auch zum Teil verlötet. Super, super schön. Es liegt gut in der Hand. Der Schwerpunkt ist hier genau mittig vom Guard. Es ist nicht leicht, nicht schwer, also sehr ergonomisch, sehr führig. Das ist ein wirklich tolles Stück. Ja, insgesamt ein sehr ausgewogenes, beeindruckendes, leicht außergewöhnliches Messer. Ein Combat Fighter von sehr guter Qualität. Okay, das war's wieder mal. Bis demnächst. Ciao Leute!